Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem richtig skurrilen Video. Ja, wir sitzen hier in meinem Auto und ich habe hier das Baby dabei. Das neue Baby. Genau, wir sitzen in meinem Auto, weil es regnet gerade und es wird gerade draußen in meinem Auto geschraubt vor mir. Und ich wollte jetzt nicht im Regen sitzen, deswegen sitze ich hier im Auto und dachte mir, okay, jetzt können wir ja das Video drehen, was ich so lange drehen wollte. Ich habe von einer lieben Abonnentin auf Instagram Bescheid bekommen, dass die Lester-Schwestern irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so, in einer Folge über mich berichtet haben. Das war Folge 11. Und das haben wir uns eben gerade angehört. Und es sind, übrigens, das ist mein Hund hinten im Auto. Felix? Felix? Hi! Das haben wir uns gerade angehört. Und es sind einige Fragen aufgekommen, beziehungsweise auch Anmerkungen, die ich schon lange im Kopf habe, die ich einfach auch richtig stellen möchte auf diesem Kanal. Und ich habe mich einfach immer davor gescheut, weil ich genau weiß, was jetzt für Kommentare kommen werden. Ich habe das auf Instagram in einem Livestream schon mal angesprochen. Also es ist nicht das wahre Leben, was ich führe auf YouTube, sondern auf YouTube seht ihr einfach nur einen kleinen Abschnitt von meinem Leben und das wollte ich einfach mal richtig stellen, aber das versteht anscheinend keiner. Und deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt mal ein ausführliches Video. Einfach auch, weil diese Lester-Schwestern jetzt einfach mal die einen Punkt dafür gesetzt haben, dass ich das auf jeden Fall machen muss, weil ich einfach nicht will, dass Menschen so denken über mich. Genau, also zum Beispiel nehmen wir mal die Morgenroutine, dass ich jeden Morgen um Punkt 9 die Babys fütter oder um Punkt 9 mit den Babys rausgehe und eine Stunde spazieren gehe. Das stimmt nicht. Diese Morgenroutine, die ich drehe für euch, oder die Abendroutine, ist einfach ein Rollenspiel. Und wer jetzt eine Routine, also wenn ich mal eine Routine habe, eine Abend- oder eine Morgenroutine, dann verläuft sie so. Aber das ist nicht meine Routine, die ich jeden Abend oder jeden Morgen habe. Und das verstehen einige nicht, weil einige sehen dieses Video, lesen Morgenroutine und denken, ja, okay, die füttert jeden Tag um 9 ihr Baby, geht um 9:30 mit dem Baby spazieren und sonstigen Kram. Aber das stimmt eben nicht, weil ich eigentlich in der Schule habe ich nie Zeit für die Babys. Morgens habe ich überhaupt keine Zeit. Ich gucke die meistens gar nicht an. Dann, wenn ich von der Schule komme, wird vielleicht ein Video gedreht und ich mache kurz was mit den Babys. Manchmal liegen sie auch einfach nur rum. Sie liegen tagelang im Bett und ich mache nichts mit denen. Das Erste, was ich heute mit den Babys mache, ist, dass ich sie jetzt hier auf dem Arm habe. Ein Baby habe ich auf dem Arm und sitze mit dem hier im Auto. Und draußen steht der Kinderwagen und das Kind liegt eigentlich im Kinderwagen die ganze Zeit. Mehr mache ich mit dem Kind nicht. Und ich verstehe einfach nicht, warum Leute direkt immer denken, dass wenn ich 15 Minuten vlogge, dass es mein ganzes Leben ist. Also ihr müsst einfach auch zwischen solchen Sachen Abstand nehmen. Also ihr müsst es auseinanderhalten können, dass es nicht immer das ist, das Leben ist, was eine YouTuberin führt. Das ist auch bei allen anderen so. Wenn ihr eine ganz normale Mama schaut mit echten Kindern, die filmt einen Tag ihr Leben so als Vlog, aber kaum jemand zeigt irgendwas Schlechtes in einem Vlog. Kaum jemand zeigt schlechte Seiten von Mama sein, immer nur das Gute, das Positive. Aber dann macht ihr euch direkt die Meinung, hey, das läuft so perfekt bei denen und warum läuft es nicht bei allen so? Weil ihr eben nur diese 15 Minuten seht aus deren Leben, zusammengeschnitten und bearbeitet wie sonst was. Und das müsst ihr einfach auseinanderhalten. Das Leben, was ihr in einem Video seht, ist nicht das wahre Leben. Ihr seht einfach nur diesen kleinen Teil. Ihr seht nur das eine Video, die kurzen Momente aus dem Leben und bildet euch direkt die Meinung, okay, die ist bescheuert, die ist krank, die spielt mit Puppen, die füttert die, kauft echte Nahrung, bla bla bla. Das kann ja auch einfach nicht sein. Weil so ist es eben noch nicht. Ich bin hinter YouTube ein ganz normaler Teenager. Ich bin 18 bald, ich wollte gerade sagen gleich, ich bin bald 18, habe meinen Autoführerschein gemacht, mache Schule und habe jetzt meine berufliche Zukunft vor mir. Ich mache was mit meinen Freunden, ich habe tausende andere Hobbys und das wisst ihr alles gar nicht. Ihr habt nur vor Augen, okay, sitzt den ganzen Tag in ihrem Zimmer und macht da was mit den Babys, gibt ihr Geld für echte Sachen aus und bla bla. Aber ihr müsst es einfach auseinanderhalten können. Ich habe auf Instagram im Livestream gesagt, darauf kamen tausende schlechte Kommentare, dass ich die Kamera nur in die Hand nehme,
wenn ich was mit den Babys mache. Also, jedes Mal, wenn ich was mit den Babys mache, nehme ich die Kamera in die Hand. Weil es einfach selten ist, dass ich was mit den Babys mache, euch aber ein Content bringen muss, ist als YouTuber immer so, du musst Content bringen. Und immer wenn ich die Kamera in die Hand nehme, mache ich automatisch was mit den Babys. Dementsprechend, wenn ich mir schon plane, okay, heute fährst du zum Flohmarkt oder heute fährst du shoppen und nimmst ein Baby mit, dann nehme ich automatisch die Kamera in die Hand. Weil ich ganz genau weiß, okay, das wird ein cooler Vlog, das interessiert euch und das gefällt euch. Aber es gibt eben auch mal Tage, wo ich die Kamera überhaupt nicht in die Hand nehme und auch nichts mit den Babys mache. Sie liegen einfach nur rum, so wie die letzten 2 Tage, die Babys lagen alle rum. Die sind seit über einer Woche nicht mehr umgezogen geworden. Und das Einzige, was ich im Moment mache mit den Babys, ist mit dem neuen Baby hier. Und sonst mache ich ja gar nichts mit den Babys. Ich mache einfach nichts, weil ich einfach super viel Stress habe im Moment mit meinem Auto, mit meinem nächsten Führerschein und so. Ich habe einfach viel zu viel im Kopf, um jetzt einfach so viel mit den Babys zu machen. Ich mache nur was mit den Babys, wenn ich das Gefühl danach habe. So wie jetzt. Ich hatte das Gefühl, wir gehen raus, machen mein Auto, reparieren mein Auto jetzt weiter. Okay, im Kopf sagt es, okay, Maggie, du hättest gern ein Baby dabei und der Kinderwagen steht unten. Warum nimmst du nicht einfach ein Baby, tust es in den Kinderwagen und gehst raus? So, ich habe nicht für YouTube gefilmt. Nicht. Heute habe ich die Kamera nicht in die Hand genommen, außer jetzt für euch. Weil es gibt einfach auch Momente, wo ich die Kamera nicht in die Hand nehme. Nur die Leute auf Instagram glauben jetzt durch den Livestream. Und ich schätze, dass auch Tausende von euch jetzt denken, die macht YouTube nur wegen dem Geld. Die macht, hat die Babys auch nur für YouTube und nur wegen dem Geld. Und ich liebe einfach die ganzen erwachsenen Menschen, die mir zuschauen. Weil die haben mir auf Instagram richtig den Rücken gestärkt, hey Maggie, du musst dich gar nicht rechtfertigen. Wir wissen, dass du das nicht fürs Geld machst. Wir wissen, dass du auch ohne YouTube was mit den Babys machst. Und das glauben die meisten Menschen einfach nicht. Die meisten Menschen denken, okay, die macht nur YouTube wegen dem Geld. Und würde YouTube nicht mehr da sein, hätte sie auch gar keine Babys. Was überhaupt für mich gar keinen Sinn macht, weil ich habe ja schon länger Babys als Reborns, als YouTube. Ja, ich habe schon länger diese Babys, als dass ich YouTube mache. So, und jetzt nochmal auf die Lester-Schwestern einzugehen, was die da in ihrer Folge 11 gesagt haben. Ich habe damals in einem Video gesagt, beziehungsweise schätze ich mal, dass es eine Morgenroutine war, die sie gedacht haben, dass ich mich freue, wenn ich von der Schule komme und die Babys direkt sehe und direkt zu den Babys gehe. Natürlich freut man sich, wenn man ein Hobby hat und man kommt von der Schule und man sieht die Babys im Bettchen liegen. So, das ist total normal. Also, wer ist das nicht? Wenn du ein teures Auto hast, freust du dich auch, wenn du im Auto vorbeigehst oder wenn du mit dem Auto fährst oder so. Das ist ja genau das Gleiche. Dann, psychisch krank höre ich immer wieder. Psychisch krank ist es einfach nicht. Ich muss sagen, und das schreibe ich ganz oft in die Kommentare, ich war mit den Babys beim Psychologen. Ich war damals bei einer Psychologin. Da habe ich die Babys mitgenommen, weil ich selber dachte, dass es eine psychische Krankheit ist. Ich dachte selber, okay, vielleicht ist da irgendwas, was meine Vergangenheit irgendwie schuld macht oder so. Und habe die Babys mitgenommen, weil ich auch wollte, dass die Psychologen einfach das kennen, dieses Hobby, weil das wusste einfach niemand. Genau, habe sie mitgenommen und habe alles erklärt, warum ich das mache, wie ich das mache. Und die haben gesagt, das ist völlig in Ordnung und das hilft mir. Es ist gut für meine Entwicklung und es gibt diese Reborns ja nicht umsonst. Und es gibt auch nicht Leute, die sie wirklich brauchen. Ich meine, viele Jugendliche haben das eventuell wegen einem Kinderwunsch. Viele Jugendliche haben es einfach, weil sie gern Babys mögen. Viele ältere Menschen haben sie aber auch, weil sie die Kindheit von ihren eigenen Kindern vermissen und einfach gerne mal wieder so ein Baby auf dem Arm hätten. Viele Eltern oder viele Frauen haben es aber auch, weil sie ihr Kind verloren haben, einfach. Und dann das Gefühl brauchen, sie haben ein Babybett und ein Baby in diesem Babybett zu Hause liegen. Und so gibt's einfach verschiedene Gründe, warum man das hat. Und ich habe die Babys einfach, weil ich Babys mag. Also ich mag einfach das Aussehen von kleinen Babys, die in den Arm zu halten. Das hat nichts mit einer psychischen Krankheit oder irgendwas zu tun oder mit meiner Vergangenheit. Das ist einfach nur, weil ich die Babys mag. Ich mag einen Kinderwagen gerne durch die Gegend schieben. Mir ist egal, was andere Leute denken, dass ich eine Teenie-Mutter bin, auch wenn ich mit einem Zwillingswagen durch die Gegend fahre. Dass alle denken, ich habe mit 17 schon 2 Kinder oder so. Also das ist mir völlig egal. Es geht mir einfach hier um mein eigenes Wohl.
Und das ist auch einfach das, was hier zählt. Und nicht, dass irgendwelche Leute denken, nur durch YouTube, dass ich einfach nur was mit den Babys mache und 24/7 die ganzen Fütter alle 3 Stunden wickel, in der Nacht auch noch aufstehe, höre ich auch ganz oft. Nein, eben nicht. Ich mache dann was mit den Babys, wenn ich Lust habe. Ich habe noch nie echte Babynahrung gekauft. Ich habe eine Packung Windeln in meinem ganzen Leben bis jetzt gekauft. Geht einfach mal dahinter gucken. Man muss gucken, okay, vielleicht ist es gar nicht so. Oder vielleicht hat es Gründe oder so. Ich kann nur euch mal hier oben ein Video verlinken von Magic Sing. Oder allgemein von Isabeau oder so. Es gibt hier eine Reihe auf YouTube, das heißt Internet vergisst nicht, was das Internet ist und dass man einfach auch mal nachdenken muss. Nicht die erste Meinung, die man hat, direkt im Kopf behalten, sondern erstmal nachdenken. So wie Magic Sing bzw. Tanja in ihrem Video sagt, vielleicht hat es einen Grund, dass die Person eine krumme Nase hat. Vielleicht wurde sie geschlagen oder sonstiges. Ihr müsst einfach mal überlegen, ja? Und nicht einfach immer alles auf einen Punkt setzen und nur weil es fremd ist für euch, ich meine, das Hobby ist jetzt für einige fremd, es direkt abschieben. Sondern einfach mal ein bisschen nachdenken und gucken, so, hey, vielleicht hat es einfach einen Grund. Vielleicht mag sie einfach gerne Babys. Vielleicht hat sie aber auch einen Kinderwunsch. Vielleicht hat sie einfach ein Kind verloren. Vielleicht braucht sie es einfach. Vielleicht tut es ihr gut. Und wenn es mir gut tut und wenn es anderen Menschen gut tut, dann ist es doch das Richtige und nicht irgendwas, was euch gut tut. Weil warum soll ich was machen in meinem Leben, was jetzt euch, den Hatern, gut tut, was euch gefällt? Denn es ist ja nicht mehr mein Leben, sondern euer Leben. Und warum sollen wir alle das gleiche Leben führen? Das wäre ja langweilig. Und jeder Mensch ist einfach das, was er möchte. Jeder Mensch macht das, was er möchte. Und jeder Mensch kann sein, was er möchte. Es gibt genug Leute, die was komplett anderes machen, die den Leuten wehtun. Und ich mache einfach nur was mit solchen Plastikpuppen. Tu keinem Menschen Seele weh. Und noch eine Sache, die ich auch in der Klausur geschrieben habe, dass Leute einfach richtig aggressiv werden, weil sie einfach im Internet das riesengroße Maul haben. Also ich schreibe ebenfalls Kommentare unter anderen Videos, aber nur, wenn mir was gefallen hat oder wenn ich einen Ratschlag habe. Zum Beispiel bei Julita. Julita, also Julia, kennen wir schon auch ganz viele aus Hamburg. Die junge Mutti, die gerade ihre süße Mila bekommen hat. Ich habe ihr einfach nur einen Kommentar geschrieben, einen netten Ratschlag unter meinem. Also ich war angemeldet mit meinem YouTube-Account, mit meinem, den ihr gerade guckt hier. Und jeder konnte sehen, okay, das ist Maggie. Alle, die mich kennen, okay, das ist Maggie. Und ich habe ein ganz nettes Kommentar geschrieben, dass sie ihre Mila bitte richtig anschnallen soll. Also dass ich habe was gesehen und ich habe auch gesagt, hey, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, aber überprüft das mal oder schau selber noch mal das Video an, überprüft das mal. Ich habe einfach ein nettes Kommentar geschrieben, weil ich mir Sorgen gemacht habe. So, kam jetzt nichts zurück oder sonstiges, nur ein paar Daumen nach oben von anderen, die das ebenfalls unterstützt haben. So, andere Leute zum Beispiel hätten jetzt geschrieben, ey, du blöde Teenie-Mutter, schnall doch mal dein Kind richtig an, weil sie einfach keinen Respekt haben. Weil sie eventuell sogar mit falschen Namen schreiben. Also bei YouTube kannst du Furz heißen, es ist scheißegal. Du kannst jeden Namen, den du willst, annehmen. Und deswegen haben Leute einfach keinen Respekt. Wenn sie mit ihrem richtigen Namen schreiben, ihren richtigen vollen Namen, Vor- und Nachname und am besten noch die Adresse dabei steht, denn wären alle Menschen so klein und würden sich gar nichts mehr trauen. Zum Beispiel, ich habe Morddrohungen bekommen. Hab gesagt, okay, ich treffe mich mit dir, bring mich um, wenn du willst. Aber es kam nichts zurück, weil diese Menschen einfach so feige sind. Nur im Internet haben sie ein riesen Maul. Und das ist einfach sowas von feige. Und ich verstehe solche Menschen nicht. Und bei mir ist es einfach ganz viel mit Neid zu tun und einfach mit Respektlosigkeit, mit nicht guter Erziehung. Und sowas ist einfach abartig. Solche Menschen sind einfach frech und abartig. Und sowas kann und will ich gar nicht tolerieren. Sowas werde ich nicht tolerieren. Und solche Kommentare bekommen auch von mir eine dementsprechende Antwort. Ich lösche solche Kommentare meistens gar nicht, sondern ich schreibe erst eine Antwort. Und dann werden die Leute blockiert, wenn die Antwort dann immer noch so frech ist und
Die Kommentare werden gelöscht, genau. Ich möchte sowas nämlich nicht einfach unter meinen Videos haben. Es gibt ganz viele Videos, wo ich die Kommentare auch einfach ignoriere, weil mir sowas wirklich Schnippe ist. Aber manche Kommentare finde ich einfach gar nicht in Ordnung und einfach unter der Gürtellinie und so respektlos. Das hat hier nichts zu tun auf diesem Kanal. Und ich finde es auch ganz schlimm, wenn jüngere Leute diese Kommentare lesen und sich vielleicht ein Beispiel daran nehmen. Das finde ich überhaupt nicht gut. Denn ich muss auch eine gewisse Vorbildsfunktion absolvieren. Ich muss ein Vorbild sein. Das ist einfach so. Jeder YouTuber muss ein Vorbild sein, wenn man weiß, es gucken jüngere Leute zu. Und das ist einfach auch ganz wichtig, dass man dann einfach auch darauf achtet, was man sagt und was in den Kommentaren ist, weil ich weiß ganz genau, dass tausende Leute von euch jetzt in diesem Moment die Kommentare gerade durchwühlen. Und da muss man auch einfach aufpassen und schauen, okay, was steht da alles und was können die ganzen Leute lesen. Das ist immerhin öffentlich und das Internet vergisst nicht. Es bleibt für immer im Internet, was ich hier sage und alle Leute der Welt können es eigentlich anschauen. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Ich versuche das mal so zusammenzuschneiden, dass es einigermaßen verständlich ist. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich werde sie nicht ausschalten, weil ich einfach auch das sehen möchte, was einige jetzt dazu sagen. Ich weiß, dass ganz viele jetzt denken, dass ich total unfreundlich bin und total frech und so. Aber deswegen auch wollte ich das Video einfach nicht drehen, weil ich einfach genau weiß, dass viele Leute jetzt auch mich deabonnieren werden oder sonstigen Kram. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil viele Leute verstehen es hoffentlich jetzt, dass YouTube einfach nicht mein Leben ist. YouTube ist nicht mein Leben. Und das müssen einige verstehen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen oder so. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!